Auch in der Großbäckerei Bracker Mühle im Kreis Stormarn steigen die Preise. Noch moderat, aber notgedrungen. Denn Bäckermeister Tim Lessau will den Familienbetrieb mit 300 Vollzeitkräften und 25 Fachfilialen aufrechterhalten können. Für das Biogetreide gibt es zwar bestehende Kontrakte, doch steigende Rohstoffpreise für andere Backzutaten, wie zum Beispiel Eier oder Öl, belasten die laufenden Herstellungskosten. Wir müssen natürlich Preise anpassen, wenn Rohstoffkosten steigen, was momentan ja der Fall ist. Aber wir versuchen es moderat zu halten. Also wir reden da von so 10 Cent ungefähr oder 15 Cent im Maximalfall. Und wir müssen sehen, was kommt. Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es wird sicherlich dazu führen, dass die Preise steigen werden, das ist klar. Merken wir auch schon, weil wir viele verschiedene Mehle einkaufen. Wie Tim Lessau als Unternehmer kalkulieren muss, zeigt er heute am Beispiel eines belegten Snackbrötchens. Bei dem Käsekrauti hat sich der Käse um 2 Cent erhöht. Also auf dem Käsebrötchen ist ja eine Käsescheibe drauf, die dann überbacken wird. Dann kommt die Remoulade. Die Remoulade hat sich ungefähr um 3 Cent erhöht. Dann geht es weiter mit Käse und Pute. Käse hat sich um 2 Cent erhöht, Pute wiederum um 1 Cent. Salat ist zum Glück noch geblieben und deswegen ist der Materialkosteneinsatz eine Erhöhung von 8 Cent pro Käsekrauti. Ständige Preiserhöhungen sollen möglichst vermieden werden, denn seine Kunden möchte das Unternehmen aus Prag nicht verschrecken. Auch wenn absehbar ist, dass sich der Kostendruck nicht nur durch die steigenden Rohstoffpreise weiter erhöhen wird. Das zweite ist der Energiekostenanstieg. Und das dritte ist auch nochmal, dass in den nächsten Monaten mit erhöhten Personalkosten zu rechnen ist. Die Mindestlöhne sollen zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde angehoben werden. Auch das könnte sich noch in diesem Jahr auf die Brot- und Brötchenpreise auswirken.